Authentische Kontexte sind Aufgaben mit Bezug zu Situationen aus dem Alltag. Ganz wichtig ist dabei, dass diese Situationen realistisch sein müssen. Also eine Aufgabe wie Jan geht in den Supermarkt und kauft 40 Melonen mag vielleicht eine mathematische Aufgabe in einen Kontext einbetten, aber eine realistische Alltagssituation ist das nicht. Jan muss vermutlich auch mal einkaufen gehen, aber seien wir mal ehrlich, wie kriegt er 40 Melonen nach Hause und was will er überhaupt mit 40 Melonen? Authentische Kontexte kann man grob in zwei Kategorien unterscheiden. Erstens Kontexte aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Und zweitens gesellschaftlich relevante Kontexte. Vielleicht kennt ihr auch den englischen Begriff socio-scientific issues. Ein Beispiel aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler kann sein: Wie laut ist eigentlich unsere Umgebung? Ein gesellschaftlich relevantes Thema wäre zum Beispiel: Wie viel Müll kann ein Café durch den Einsatz von Mehrwegbechern anstatt Einwegbechern eigentlich einsparen? Zu beiden Beispielen, wie man authentische Kontexte im Unterricht einsetzen kann, haben wir euch Material in der Beschreibung verlinkt. Probiert sie gerne mal aus und berichtet uns von euren Erfahrungen. Habt ihr noch andere Beispiele für den Einsatz von authentischen Kontexten? Auch davon könnt ihr sehr gerne berichten. Wir melden uns bald wieder mit spannenden Themen aus der MINT-Bildung. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund!